Es hatte sich wie ein Lauffeuer in der Stadt herumgesprochen. In Weißenfels wird ein Film gedreht. Richtig großes Kino mit allem drum und dran. Die Straßenzüge Weinberg und Nordstraße bieten den Filmemachern eine Kulisse, die sie überzeugten, hier in der Saalestadt zu drehen. Die Basiselemente sind halt da gewesen, um drumherum wieder aufzubauen. Ja? Anstatt alles ex nihilo irgendwo aufbauen zu müssen, war schon... Ist auch besser, wenn man Steine findet, die noch authentisch sind, ja. Wände, die wirklich noch gelebt haben, ja. Das sieht man im Film, spürt man in einem Film und das haben wir halt hier gefunden. Sehr glücklich darüber, unter uns gesagt. Pessimisten könnten ja nun behaupten, dass die Entwicklung in Weißenfels stagniert. Denn wo sieht es noch so wie nach dem Kriege aus? Doch die Mehrheit ist begeistert. Und vielleicht ist es nicht das letzte Mal, dass man hier das Rufen des Produktionsleiters hört. So scheint es wohl auch passend, dass die Tragikkomödie um 7 jüdische Freunde gerade in der Gegend gedreht wird, in der die jüdische Gemeinde von Weißenfels bis zum 9. November 1938 ihren Gebetsraum hatten. Aber wieder zurück zum Film und zu den Dreharbeiten. Namhafter Hauptdarsteller ist Moritz Bleibtreu. Er spielt den David, der mit seinen 6 jüdischen Freunden nach Kriegsende an den Haustüren Bettwäsche und Handtücher verkauft, um schnellstmöglich die teure Ausreise in die USA bezahlen zu können. Und gleichzeitig wird er aber beschuldigt, mit den Nationalsozialisten kollaboriert zu haben und gerät da in ein großes Problem. Und es ist eine echte Tragikomödie und wie ich hoffe, wird es ein sehr, sehr schöner Film. Eigentlich spielt sich die Geschichte in Frankfurt ab. Doch Weißenfels bietet hierbei die bessere Kulisse. Als wir die Möglichkeit erhielten, die Dreharbeiten zu verfolgen, wurde gerade eine Szene mit einem dreibeinigen Hund gedreht. Die mit dem Hund, die ist fast am Anfang vom Film. Der Hund, wie Sie gesehen haben, ihm fällt ein Bein. Ja, ist auch ein Kriegsversehrter. Ja, und, Kriegsveteran. Kriegsveteran, ja. Und ist der Teil der Bande, der gehört auch dazu. Ja, und der kann halt sich bei so einem Wegweiser auch nicht so richtig zurechtfinden. Ja, und dann kommt David, der Chef der Bande ist und hilft ihm nach Hause. Flipper heißt er, ja, das ist für einen dreibeinigen Hund natürlich ein bisschen ein gewöhnungsbedürftiger Name. Aber er ist ein sehr lieber Kerl und wir haben ihn schwer in unser Herz geschlossen und er ist Teil von unserem Team. Der auf dem Namen Flipper hörende Vierbeiner ist solch ein Filmzirkus irgendwie gewöhnt. Und doch braucht es ein wenig Überzeugungskraft in Form eines Stegs, dass er auch dahin schaut, wohin er soll. David trägt den Hund die Straße entlang. Und auch bei dem Bewusstsein, es ist nur ein Film, wird man automatisch in diese Zeit hineingezogen. Sie waren ja vorhin drüben am Set, also so diese ganze Straße da entlang zu laufen mit dem aufgebauten Set. Ich weiß nicht, ich war noch nie an so einem Set, aber das sah doch schon eindrücklich aus, wie die Zeit darüber kam. Das geht nicht an vielen Orten so. Die Komparsen mussten zum Teil sehr lange an einer und der gleichen Stelle stehen. Ein Preis, den man gerne zahlt, wenn man Teil eines Kinofilmes ist. Doch in den Pausen, wenn die Kamera umgebaut wird, wird dann schnell mal das Smartphone gezückt und 1-2 Erinnerungsbilder gemacht. Trotzdem herrscht eine strenge Disziplin am Set und die Anweisungen für die Schauspieler sind immer klar. Doch es gibt auch Drehtage, da kommt das Kind im Manne zum Vorschein. Nun, allein der gestrige Drehtag war für uns alle Schauspieler mittleren Alters so was grandios Schönes. Wir durften einen Oldtimer zertrümmern. Und ich meine, wenn man mit Hacke und Schaufel und allen möglichen Gerätschaften so ein schönes Auto wie kleine Kinder so zertrümmern dürfen, das war wirklich schon ein bisschen wie Kindergeburtstag für uns alle. Und war eine Riesenfreude. Das hat wirklich... Also so ein tolles Auto, wenn man sich's anguckt in 60 Wochen, wie schön, aber dann durften wir das wirklich auseinandernehmen. Die Chemie unter den Protagonisten stimmt auf jeden Fall. Dadurch wird die eigentliche Arbeit ein Vergnügen. Anatol Taubmann bringt es auf den Punkt. Wir sind ja alles Männer, die schon über 40 sind, schon einige Brüche im Leben erlebt haben. Und dann so ein egofreies Team zu haben,
und dann auch einen Führer zu haben. Führer. Entschuldigung, du, ich bin ja auch Jude, ich habe auch 3 Großeltern verloren. Ne? Aber das ist, muss man wirklich sagen, mit dem Moritz Bleibtreu, mit ihm haben wir da jemanden gefunden, der wie ein Baum mit großen, dicken Wurzeln vor uns steht, wo man da Schatten finden kann. Aber er führt uns auch wunderbar. Es ist eine Freude, unter ihm zu arbeiten als Leader. So. Das ist, ja. Und was auch sehr authentisch war natürlich, wenn man all diese Schauspieler, Ungare, Amerikaner, Strich, Israel, Strich, Ukraine, unser lieber Türke, ja, Tim Seyfi, da haben wir doch auch einen Deutschen dabei. Dann, also wir haben nur 2 Juden, die jüdischer Abstammung sind, ja, von diesen 7. Und wir funktionieren da zusammen wie das Schweizer Uhrwerk. Also es funktioniert. Jedes Rädli, jedes Drähtli, jedes Gummi, das ist ganz toll. Es muss nicht mal geölt werden. Aber selbst die deutschen Schauspieler heißen Löw und Bleibtreu. Also Genau. Also auch die Art und Weise, wie wir alle so zusammengewürfelt wurden aus den verschiedensten Ecken der Welt, ist ja auch so ein Teilaspekt des Films. Ne? Wir machen einen Film, der Auf Wiedersehen Deutschland heißt, und es geht um Deutsche, die Deutschland verlassen wollen. Und ich glaube, das wird nächstes Jahr im Frühjahr, genauso wie jetzt, ein ganz besonderes Thema sein, in Zeiten, in denen alle nach Deutschland kommen wollen. Anführer der kleinen Bande ist David, alias Moritz Bleibtreu. Der 45-Jährige zählt seit 20 Jahren zu den führenden deutschen Schauspielern. Auch er ist von der Region und insbesondere von Weißenfels begeistert. Ja, wie gesagt, großartig, ne? Dass man sowas innerhalb einer Stadt bauen kann und dass einem die Stadt das möglich macht, die Region einem das möglich macht, solche Sets zu bauen mitten im Zentrum von einer Stadt oder fast im Zentrum, das ist schon ist was ganz Besonderes und für uns natürlich genial. Leider beschränkt sich der Eindruck von der Saalestadt nur auf die beiden Straßenzüge. Einen wirklichen Kontakt zu den Weißenfelsern, dazu hatte er bis jetzt noch keine Gelegenheit. Aber die Region erschließt sich mir halt immer mehr. Das ist mittlerweile jetzt der 3. große Film, den ich hier mache. Und jetzt, ich kenne mich hier jetzt schon mittlerweile sehr, sehr gut aus. Doch bei all dem Lob und der Freude konnte man bei ihm während des Drehens eine gewisse Anspannung bemerken. Ach, das hat mit schönem oder nicht schönem Arbeiten nichts zu tun. Es gibt immer Momente, wo man sauer ist. Also wir haben nun mal leider einen Beruf, wo wir sehr schnell Ergebnisse erzielen müssen, weil wir die Zeit nicht haben, das vielleicht etliche Male zu wiederholen. Und wenn dann mal das ein oder andere nicht klappt, dann entsteht mal eine Unruhe oder eine Nervosität oder so. Das ist aber völlig normal. Dafür sind wir nicht bei der Post, dass wir auch mal ruhig auch zeigen können, wie wir uns fühlen mal. Eine lange Bedenkzeit, um die Rolle des David anzunehmen, gab es für Bleibtreu nicht. Das kann ich ganz schwer benennen oder beziffern. Es gibt Geschichten, die ich lese und Figuren, die ich lese, wo ich sage, da habe ich was zu geben, da passiert was in mir und das möchte ich erzählt sehen oder wissen. Und dann mache ich das. Weißenfels, die Filmstadt. Daran könnte man sich gewöhnen. Für Moritz Bleibtreu wird die Saalestadt auf jeden Fall in guter Erinnerung bleiben. Die Leute sind unheimlich freundlich, die Leute sind halt noch nicht genervt von den Filmleuten. Das kommt vielleicht irgendwann. Das heißt, wenn man hier eine Straße absperrt, dann hat man nicht sofort 10 Leute, die einem eine Bierflasche hinterherwerfen, sondern eigentlich Leute, die sich dafür interessieren, was gemacht wird und lieb fragen und so. Und das ist man wird hier sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und ich habe das Gefühl, die Leute in der Region finden das spannend und sind da gern dran, gucken gern zu. Und das macht es für uns unheimlich einfach. Ich wollte das gerne mal angucken, mal so. Das ist aber halt schwierig. Ja, freilich. Ich gucke schon jeden Tag, weil ich muss im Weg hier auf dem Weg in den Kindergarten. Also ich gucke jeden Tag. Ja, meine Kinder gucken auch. Und die Steine und das alte Papier, also ich finde das herrlich. Also, na, super. Danke. Geplanter Kinostart soll Frühjahr 2017 sein. Doch bis dahin gibt es noch viel zu tun.